denn seit gestern ist es nunmehr amtlich, dass in Fürth die Neonazis zu den Kommunalwahlen im März 2014 antreten wollen. Sie tun das unter dem Namen Bürgerinitiative Soziales Fürth, einer Tarnorganisation des Freien Netz Süd. Das Freie Netz Süd ist in Süddeutschland das aktivste und größte Neonazi-Netzwerk. Was sich hinter dem harmlos klingenden Namen Bürgerinitiative Soziales Fürth versteckt, sind Nazis und Faschisten, die schon zigmal wegen diverser Delikte in den Gefängnissen einsaßen und denen im Übrigen etliche Verbindungen zum NSU nachgesagt werden. Als Spitzenkandidat präsentiert die Bürgerinitiative Soziales Fürth den bekannten Neonazi Matthias Fischer. Matthias Fischer ist Mitbegründer des Freien Netz Süd. Davor war er aktiv in der verbotenen Fränkischen Aktionsfront. Obwohl Fischer wegen Volksverhetzung und weiterer Delikte fast 2 Jahre im Gefängnis verbrachte und erst seit einem Jahr wieder auf freiem Fuß ist, gilt er als führender Kader der süddeutschen Naziszene. Das Haus der Fischers in Fürth-Stadeln dient der lokalen Naziszene als Veranstaltungs- und Wohnort. Des Weiteren wird auf diesem Neonazi-Pamphlet Stella Ruff vorgestellt. Stella Ruff ist Vorstand der BESF und ebenfalls schon seit Jahren in der regionalen Nazi-Szene und dem Freien Netz Süd aktiv. In den vergangenen Jahren agierte sie oftmals im Hintergrund. Sie kümmerte sich um die Versorgung der braunen Kameraden, fungierte als Anmelderin und Ordnerin bei Kundgebungen und zeichnete allerdings auch oftmals verantwortlich für den ein oder anderen offenen Brief, in denen Antifaschisten und Antifaschistinnen verunglimpft wurden. In diesem Pamphlet sind diese beiden Stadtratskandidaten zu sehen, das wird jetzt seit neuestem verteilt. Und in diesem ersten Pamphlet der BESF, sie nennen das Stadtblatt für Deutsche, ist auf 4 Seiten Erschreckendes zu lesen. In übelster Art und Weise wird gegen Migranten, insbesondere gegen die türkischen Mitbürger, gegen Sinti und Roma und gegen die jüdischen Einwohner und deren Einrichtungen gehetzt. Die Nazisprache ist verräterisch. Da nützt es den Nazis nichts, dass sie die Aufmachung dieses Blattes in den Fürther Farben machen und sich damit etwas anbiedern. Die Bürgerinitiative versucht, einen Keil in die Bevölkerung zu treiben. Sie versucht, sich als Sprachrohr für soziale Belange der Fürther Bevölkerung auszugeben. Nun zu den Kommunalwahlen, die ja anstehen. Um für den Fürther Stadtrat kandidieren zu dürfen, braucht die Bürgerinitiative oder diese Tarnorganisation erstmal 386 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern. Bei der letzten Kommunalwahl sind die Nazis kläglich gescheitert, obwohl sie sich seriös, in Anführungszeichen, auf Stimmenfang begeben haben. Ihre Wut über die Niederlage haben sie dann in zahlreichen Anschlägen gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten zum Ausdruck gebracht und haben damit dann ihr wahres Gesicht wieder gezeigt. So, dieses Mal stehen wir wieder vor dieser Situation, dass sie auf Stimmenfang gehen. Und es ist wirklich toll, dass sich dieses Mal in Fürth schon vor vielen Wochen ein breites Bündnis gebildet hat, mit dem Ziel, diesen Wahlantritt zu verunmöglichen. Denn es wäre ja in der Tat unerträglich, wenn ab April 2014 die Faschisten im Stadtrat in Fürth sitzen würden. Uns, dem Fürther Bündnis, war es wichtig, heute mit dieser kurzen Kundgebung ein Signal gegen die Nazis zu setzen und alle Demokraten und Antifaschisten aufzufordern und aufzurufen, bitte helft mit, in den nächsten Tagen und Wochen über die wahren Ziele der Neonazis aufzuklären. Unterstützt die Aktivitäten des Bündnisses. Eigentlich sollten heute Helferlisten da sein, wo man sich schon eintragen kann. Dazu sage ich dann noch was.
Ja, und unterstützen Sie uns bitte auch, wer die Möglichkeit hat, mit Geld spenden, denn das Ganze kostet doch auch etwas Geld. Heute, und jetzt sage ich was zu den Helferlisten, wir haben uns eben schon vor einigen Wochen getroffen, haben auch schon im Vorfeld für die ersten Tage vorgeplant gehabt und schon heute waren schon Personen eingeteilt, die am Rathaus und in, vor allem am Rathaus stehen sollten, um zu sehen, ob die Nazis schon Stimmen sammeln. Es waren Gott sei Dank dann relativ viele Personen da, 8 Demokraten und Antifaschisten waren da. Es kamen aber auch, so wie jetzt die mir gerade mitgeteilt wurde, zuerst 4 Nazis, anschließend waren es dann 8, die durchaus sich entsprechend schon gezeigt haben. Sie haben es wurde das Flugblatt von Vierter Bündnis verteilt, sie haben die Verteiler gerempelt, auch sehr bedroht und sich entsprechend aufgeführt. Das heißt, wir brauchen in den nächsten Tagen, wenn wir da vorm Rathaus stehen, sicherlich wirklich jede Unterstützung. Und weil das wird sicherlich jetzt in den nächsten Tagen so weitergehen. Die werden natürlich versuchen, Menschen zu finden, die ins Rathaus reingehen und die Unterschrift leisten. Und werden diejenigen Personen, die das versuchen zu verhindern, natürlich entsprechend angehen. Zu den Listen. Es ist unheimlich schwierig und wir haben uns das jetzt wirklich schon seit mehreren Tagen und Wochen überlegt, haben aber kein System gefunden, wie wir das hinkriegen. Es sind sehr viele Organisationen, die bei unseren ersten Treffen waren. Es sind sehr viele Personen, die mir und auch anderen Menschen E-Mails schreiben, dass sie mithelfen würden, aber wir kriegen das im Moment logistisch ganz schwierig auf die Reihe, die Pläne auszufüllen. Ich hoffe, wenn jetzt dann die Weihnachtstage kommen, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, dass ich das dann schaffe, ein sinnvolles System zu finden. Im Moment habe ich es nicht geschafft. Ich kann jetzt nur die Parole ausgeben, es hat sich gezeigt, dass das heute gut war, dass viele Menschen da waren. Jeder, der Zeit hat, in den nächsten Tagen, also bis zum 23. und dann auch noch am 27. geht bitte ans Rathaus. Es sind immer von uns Menschen da. Es sind im Eine-Welt-Laden immer Flugblätter zu haben vom Vierter Bündnis. Geht ans Rathaus zu den Öffnungszeiten der Bürgerinfo und unterstützt uns im Kampf gegen das Sammeln der Stimmen von den Nazis. Wer Zeit hat, kommt und wenn es dann wirklich mal so viele sein sollten, dann geht man halt einfach einen Kaffee trinken, denke ich. Ne? Ach, jetzt sind es doch da, die Listen. Ach so, ich habe dich nicht gesehen gehabt. Okay, also, und wo sind sie? Ach so, also, man kann dann jetzt doch hierher kommen. Es sind jetzt die ersten Listen da, wo man sich eintragen kann. Okay, das war es jetzt von meiner Seite. Wie gesagt, wir haben 4, ach ja, das muss ich vielleicht nur sagen, das weiß ja nicht jeder. Die Nazis haben Zeit bis zum 3. Februar um 12 Uhr, müssen sie diese 386 Stimmen gesammelt haben. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 5 Wochen vor uns, wo wir uns dagegen wehren können. Und ich denke, ja, ich bin sehr zuversichtlich, ich bin eigentlich sicher, dass wir es schaffen, dass die Nazis in Fürth nicht antreten können. Aber ich weiß auch, dass wir wirklich jeden und alle dazu brauchen, die uns dabei unterstützen. Und ja, ich wünsche es uns und ich wünsche es Fürth, dass wir das schaffen. Vielen Dank. So, jetzt muss ich doch noch, ich dachte eigentlich, dass die antifaschistische Linke Fürth noch kurz was sagen will. Die haben das jetzt nicht, also anscheinend nicht vorbereitet, dann sag's ich noch, also das ist jetzt eigentlich nur noch eine Ankündigung. Es wird am 10.01.2014 eine Veranstaltung geben, da werden 2 Journalisten über die Naziszene in Bayern berichten und ein Journalist wird da sein,
Der Robert Andreas, der ist einigen bekannt, der ist im Moment der Beobachter, Prozessbeobachter bei den NSU-Prozessen und er wird nochmal zu dem ganzen Komplex NSU und Verbindungen zu Mittelfranken einiges erzählen können. Diese Veranstaltung ist am 10.01. um 19.30 Uhr. Wir haben allerdings noch keinen Veranstaltungsort. Also das wird in der Zeitung angekündigt werden, Sie müssten einfach in die Zeitung schauen. Dann sehen Sie das. Sicher interessante Veranstaltung. Und am 11.01., das ist ein Samstag, ist geplant eine Demonstration, die beginnt am Kohlenmarkt um 13 Uhr. Da wird auch der Oberbürgermeister sprechen, der hat schon zugesagt. Und es wird die Auftaktkundgebung am Kohlenmarkt sein und dann wird eine Demonstration durch die Fußgängerzone und durch die Altstadt von Fürth anschließend sein mit verschiedenen Redebeiträgen. Es wäre schön, wenn wir da auch nochmal ein Zeichen setzen, sodass die Nazis sehen, sie sind in Fürth nicht erwünscht. Ich lade Sie jetzt schon dazu ein, es wird natürlich alles immer wieder auch über die Zeitung angekündigt werden. Gut, jetzt liegen dann hier vorne bei mir die Listen aus. Von unserer Seite war es das schon. Wie gesagt, wir wollten heute ein kurzes Signal setzen und Sie informieren, wie das ist. Wer jetzt schon weiß, dass er Zeit hat, sich einzutragen in die Listen, das wäre sehr schön. Vielen Dank und einen schönen Abend.